Moin moin Leute zu einem neuen Video vom TOT Gamer. Ja, und ich spiele heute Minecraft und ich habe auch noch die korrekte Version, wie ihr sich hier oben links sicher sehen könnt. Aber ich werde mir auf jeden Fall die Tage jetzt noch die offizielle Version kaufen, weil es auf jeden Fall richtig bockt. Und ich wollte euch einfach heute mal einen Server vorstellen, der jetzt die Tage root gegangen ist und der jetzt auch für andere Spieler zur Verfügung steht, wo ihr dann auch drauf kommt. Und ich wollte euch einfach mal hier unseren Freizeitpark zeigen, den wir hier gebaut haben. Hier will ich schon mal vorneweg sagen, hier haben wir gecheatet, aber wo wir unsere Häuser und so haben, da auf unseren Grundstücken dürfen wir nicht cheaten, aber wenn man was halt für die Allgemeinschaft was baut, dann darf man halt cheaten auf diesem Server, muss halt nur anmelden. Ja, der Freizeitpark wurde von diesen Leuten gebaut, ich bin Schmali hier, die haben auch noch mitgebaut und ich zeige euch jetzt einfach mal ein bisschen die Attraktionen. Hier seht ihr alle, Mystery River, Wartungsarbeiten, Jumping House, Freefall und Horror House. Horror House wird aber abgerissen. Und wir gehen einfach mal als erstes in den Jumping Tempel. Der finde ich ziemlich Bock macht, wenn jetzt nicht Fraps unbedingt anders und es ein bisschen leckt. Aber ich zeige euch einfach mal. Geht hier rein, springt hier einfach ein bisschen rum. Das Ziel ist es, zu diesem Schalter zu kommen. Und das Jumping House dann aufzumachen. Ich probiere es mal. Ach, warum schaffe ich es denn jetzt nicht? So, jetzt bin ich hier oben. Geht's auf, dann muss man da rauskommen. Ah ja, übrigens, Endolog und Syntrax sind die Admins von dem Server. Dann ist man hier draußen. Und kann hier einfach ein bisschen rangehen. Das Horrorhaus wird aber abgerissen. Das hier ist, keine Ahnung, einfach ein Männchen für Funnyland, so heißt unser Park. Und der scheißt gerade was aus, aber die Animation passt noch nicht genau. Ich fahre einfach mal hier mit The Freefall. Ich hoffe, das leckt jetzt nicht so hart, wenn ich damit fahre. Hier ist Mystery River, aber es sind Wartungsarbeiten, weil der Wasseraufzug nicht klappt. Wegen dem neuen Update. Davor hat es immer geklappt. Drückt man einfach hier drauf. Dann setze ich rein, dann wartet man hier, dann geht's hoch. Lalala. Und hier sieht man dann auch nochmal von oben schön den Park. Ich habe jetzt die Sichtweite ein bisschen runter gemacht, weil es sonst zu sehr lang würde wegen Fraps. Dann steht man hier oben. Was mache ich jetzt? Ui, geht's hier runter. So, und dann wird man ja automatisch hier drauf geportet und geht weiter. So Leute, sorry, mein Fraps ist gerade abgekackt, aber hier ging es eh nicht mehr weiter. Ich fuhr mal noch hier hin und dann war es zu Ende. Und ja, ich zeige euch mal noch gerade eine andere Attraktion. Also ich zeige die euch nicht richtig, ich sag nur, wo die halt hinkommt, was da gebaut wird. Hier hinter Mystery River, was ja nicht klappt, sind gerade Wartungsarbeiten. Ich hoffe, das geht jetzt wieder ab dem nächsten Update. Müssen die irgendwie wieder reinmachen mit den Booten. Hier kommt so eine Achterbahn hin. Sieht auch bis jetzt ziemlich cool aus. Aber ihr könnt ja selber einfach mal auf dem Server vorbeischauen. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal zurück in die Stadt. Und ich finde, ja, also ich kann es gleich home machen. Oder aber hier im Freizeitpark haben wir dahinter, also am Anfang haben wir so ein Stargate-Portal eingebaut. Also die Emmons haben das eingebaut. Womit man sich in die Stadt, also wenn man durchgeht, kommt man durch die Stadt, aber das Problem ist, der klappt halt noch nicht für Leute, die nicht Admins sind, deswegen, wenn ich jetzt da bin, schreibe ich einfach meinen Admin an, der mir erstmal aufmachen kann. So, mal sehen, ob der gerade auf dem Server ist. Hoffe ich mal. Weil das hier kommt dann, also normal wird man hier das drücken, dann käme hier so Wasser. Und dann wird man hier einfach durchgehen. Und dann wäre man im Park, in der Stadt. Geht aber wohl gleich nicht. Dann mache ich aber slash home. Ja, es lädt jetzt wahrscheinlich ziemlich lange. Gut. Einen Moment. Die Welt lädt gerade ziemlich lange wohl.
Mach einfach mal kurz Disconnect, wieder neu connecten. So, hier ist das Haus. Hier darf man, wie gesagt, nicht cheaten auf seinem eigenen Grundstück. Man kriegt immer ein Grundstück zugeteilt, wo man dann bauen darf, was man will. Das hier ist unsere Quickstraße, also deswegen, da müssen wir halt nicht so lang laufen. Und hier wäre halt das andere Portal mit Stargate, wo man dann rauskommen würde und wieder durchgehen könnte und dann wieder zurückzukommen. Da ist unser schwarzes Brett, da stehen die ganzen Regeln drauf. Und hier ist unsere War Arena. Die finde ich auch ziemlich cool, also man geht einfach rein, weiß nicht, ob das klappt. Dann kann man sich ein Team auswählen. Ich nehme einfach mal Team Gold. Der Warzone klappt, glaube ich, gerade gar nicht. Also normal geht man dann hier durch, ist Team Gold dann. Und ja, und dann kann man, kriegt man einen Bogen, TNT, kann sich damit gegenseitig abschießen, macht auf jeden Fall ziemlich Bock. Ja, wie gesagt, hier hat jeder dann sein eigenes Grundstück und kommt einfach mal drauf gucken. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ah ja, im Moment hat der Server 10 Slots. Werden aber noch mehr. Also, und wir würden uns über jede Spende freuen, damit wir immer mehr vergrößern können. Hier ist die andere War Arena. Hier geht's darum. Achso, hier muss man einfach einen Chat eingeben. Dann kommen zwei Spieler hier rein und müssen die ganze Zeit hier von den anderen die Füße so wegschlagen. Also da hat man Permission, um das wegzuschlagen. Und der als erst reinfällt, hat halt verloren. Kann man schön zustauen. Ja, wie gesagt, über Spenden würden die Admin sich freuen. Also die hier das Ganze leiten, weil für die ist das ja auch nicht umsonst. Und die stecken schon ziemlich viel Arbeit hier rein. Und ja, was gibt's eigentlich noch zu sagen? Ah ja, hier ist unsere Buy-Zone-Halle. Kann man sich Sachen kaufen. Und ja, man kann VIP werden, indem man ein Labyrinth macht, das ist aber noch nicht ganz fertig. Wird aber jetzt in den nächsten Tagen fertiggestellt und das kann ich euch, glaube ich, gleich auch nochmal zeigen. Ja, und soweit, so gut. Ich denke, wir sehen uns dann gleich wieder im Labyrinth. So, ja, dann bis gleich, ne? So, Leute, aus dem Labyrinth wird nichts mehr. Also, na klar, ihr könnt, ich mache bestimmt nochmal ein Video, wo ich darin rumgehen werde und so, aber ihr könnt auch selber am Server kommen. Aber dafür zeige ich euch jetzt nochmal das Nether. Was hier natürlich auch am Server nicht fehlen darf. Oh, jetzt ziemlich lange gerade, keine Ahnung warum. So. Schöne Nether. Bauen wir da. Wow, 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 was ist das denn? Na egal. Bauen wir schon mal was ab. Damit schon was mitnehmen. Hier Lava. Und ja, oh. Wie gesagt, ihr könnt mich einfach anschreiben für weitere Fragen. Weitere Fragen. Warum ist denn die Repeater? Könnt mich halt anschreiben. Und sonst kommt er einfach mal am Server drauf und guckt euch das Ganze an. Wie gesagt, Spenden werden gerne gesehen. Und dann verabschiede ich mich auch jetzt auch mit diesen Worten und sage tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Felix. Lonely, I'm so lonely, I have nobody for my own. Lonely, I'm so lonely, I have nobody for my